Du müsstest irgendwo sehen, welche Schiffe fertig sind, außer in den News da oben. So, Freeman. Oh Gott, das Schiff ist runter ohne Ende. Hat das noch irgendeine Fracht dabei? Nee. Dann muss der hier leider repariert werden und muss 15 Tage aufs Dock. So, Feuer an Deck. Der Spectre. Anhalten und Brand bekämpfen. Das dauert. Wir haben scheinbar wieder Event-Marketing an Bord. So, das nächste Schiff ist fertig und wurde repariert. Freifahrt hat Sturm umfahren. Das freut uns. So einen schönen lukrativen Auftrag. Chemikalien nach Manila. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, fahren wir noch in Vladivostok Metall vorbei. Ich soll es vielleicht vorher annehmen. Könnte helfen. So, Vladivostok. Manila. Fahren wir erstmal nach Manila. 12 Tage. So, die brauchen noch ein paar Tage. La Bella kommt an in Fremantle. Oh. Das nächste Schiff, was aufs Dock geht, ha? 15 Tage. Super, alles Schrott. Andere Bauart. Gleicher Typ. Oh Gott, neue Angebote, Zinsen steigen wieder. Mich interessiert nur, welche Schiffe sind wann wo fertig. Der Rest geht mir Jacke wie Hose. Am Popöchen vorbei. Wie schaut's, Freunde der Nacht, wie schaut's? Kriegt ihr irgendwann das Feuer gelöscht? Wir sind doch mitten auf dem Ozean. Braucht ihr nur einen Schlauch über Bord werfen und das Wasser hochzubumpen, oder? Ist wahrscheinlich in echt ein bisschen komplizierter, wie ich mir das vorstelle. So, da haben wir ein Schiff, 84%. Die Normandie, die liegt hier in... Wo liegen wir denn? Durban. Die kann hier auch mal bleiben. Wie viel Liegegebühren zahlen wir denn mittlerweile? Sind wir schon bei 500.000? Ja, 521.000. Yippie! Pro Tag. Nur weil die Schiffe im Hafen liegen. Und repariert werden. Das ist aber auch eine brutale Scheiße. Und das hier unten ist fertig und keiner sagt's mir. Oder wie? Ach, ihr seid doch alle blöd. St. Petersburg, fragwürdige Ware. Hört sich gut an. Wir brauchen ja Geld. So. Fahren wir mal. So, in Nuuk angekommen mit radioaktiver Ware. Machen wir mal hier. Sag mal, das Schiff kam doch frisch repariert. Haben wir das losgeschickt? Ist schon wieder bei 89%. Was machen denn die Wellen da draußen? Ich wusste nicht, dass wir irgendwie durch, keine Ahnung, das Eismeer fahren. Und an den ganzen Eisschollen rumschrabben und kratzen. War mir irgendwie neu. So, viel Fracht nach Lima. Die geht uns kaputt auf dem Weg nach Lima, glaube ich. Wow, 25 Tage brauchen wir. Okay.
Was ist denn mit der Spector? Kommt die irgendwann nochmal ans Laufen? Vancouver ist reparaturbereit. Die Amanda, die Queen Gary noch nicht. Sag mal, ist das Schiff wirklich größer? Das wirkt irgendwie genauso groß. Weiß auch nicht. Los Angeles, da fahren wir hin. Ein Tag und schon sind wir auf dem Weg. Kann da nicht mal irgendwer hinfahren und kann löschen helfen? Das ist ja ein Drama. Neue Aufträge verfügbar. Ich habe irgendwie Angst, dass wir Schiffe übersehen, die fertig sind. Wir müssten das Zentrale haben, dass wir immer wieder reingucken können bei einem einzigen. Also ich meine, da sieht man einen Größenunterschied, ja. Aber zwischen den New Panamax und dem Post Panamax, da sehe ich irgendwie kaum Größenunterschied. Jetzt sag nicht, ich muss gehen, weil ich müde werde. Drama. So. Wir kommen an und verdienen 15 Millionen mit dem Schiffchen hier. Schön Kurzstrecke gefahren. Waffen nach New York. Also jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Waffen von Los Angeles nach New York per Schiff. Da geht die Eisenbahn durchs Land, da geht eine Autobahn durchs Land, da geht alles durchs Land und wir fahren mit dem Schiff durch den Panama-Kanal. Ist das denn ja ernst? Das soll sich lohnen? Na, wir fahren es aber nicht. Egal wie verlockend das ist, wir fahren es nicht, weil wir können dann ein bisschen mehr Kohle verdienen. Ja. Kadabum. So macht man Geld. 52 Tage haben wir Zeit, 14 Tage brauchen wir. Let's go. Wie lang brennt denn unser Schiff da noch? Das dauert ja ewig. Normandy wurde repariert in Durban. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Agrargüter, Buenos Aires, Post, Erze und super, beides können wir wieder nicht fahren. Können wir auch gleich Erz nach Manila kutschen. Wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir noch ein paar Textilien für Kausch-Dingens mitnehmen. Wobei es fast... Na, es geht auch wieder nicht. Das ist so ein Drama, ja. So, Normandy, Manila. Das ist ja direkt die Nachbarstadt, das ist unglaublich. So, 20 Tage, go. Das andere Schiff steht mitten auf dem Ozean rum und fackelt vor sich hin. So, Felix, du, die Bavaria kommt an. Wow. Und die ist ziemlich am Arsch. Mit paar 70%. So, Melbourne kommt ein Schiff an.
Das ging auch nicht spurlos an dem Schiff vorbei. Müssen wir da ein paar Schiffe trocken liegen, damit wir die alle mal wieder in einigermaßen brauchbaren Zustand kriegen. Ist wirklich schlimm hier. Die nächste Offensive, die wir machen, ist ausbauen. Alle Schiffe auf Maximum ausbauen. Die neuen habe ich ja direkt in Auftrag gegeben zum Ausbauen. Wohlweislich dem Bewusstsein, dass ich es anders eh wieder vergesse. So, die Nuke 1 ist angekommen. Und die ist komplett ausgebaut. Das heißt, die können wir direkt wieder losschicken. Wo schicken, knacken wir die denn mal hin? Nach Melbourne. Einmal um mal im Erdball. Oder Agrargüter, das ist so ein Witz. Vom ewigen Eis Agrargüter nach Algier zu bringen. Was bringt denn da hin? Fisch? Man kann es auch noch nicht mal mit was anderem verbinden. Das ist das Drama an der ganzen Lieferung hier. Fahren sozusagen fast leer zurück. Der sind 5 Tagen soweit. Der sind 3 Tagen soweit. Der in 1 Tag. Der in 2 Tagen. Bald viele, viele Schiffe. Port Said, da ist ein Schiff angekommen. Wir tanken. Wir reparieren. Albatros ist in Manila angekommen, das ging schnell. Und weiter geht's nach Vladivostok. Können wir noch irgendwas einpacken, was irgendwie Sinn ergibt? Nicht so wirklich. Wir könnten Raubkopien mitnehmen, die wir danach nach Lima fahren. Gucken, ob der Spaß gut geht. Da bin ich mal gespannt, ob der Spaß gut geht. Und das Schiff, das liegt hier und kuckelt vor sich hin. Ich muss in 5 Tagen in Hamburg sein. Kriegt ihr irgendwann das Feuer mal gelöscht, bitte? Schön. Er setzt nun die Fahrt fort. Ein Wahnsinn. So, Auftragsliste. Wo können wir denn hin? Melbourne. Manila, Hongkong, Busan, Lebensmittel für 7 Millionen, Post nach Hamburg, Post nach New York, Erze nach Georgia Ports, das hört sich gut an. Let's go Kohle verdienen. Ab geht's, wo fährt denn der lang bitte? Okay, naja gut, eben das seine, wie sie es gerne hätten. An dem wird noch ein bisschen geschraubt, gemacht und getan. Ich hoffe, wir bringen bald wieder alle Schiffe auf die Straße. Also auf die Seefahrtsstraße. Ach, das sieht auch nicht gut aus. Können wir auch mal da liegen lassen. Der ist aber auch voll ausgebaut. Passt. So, Greenbell Melbourne steht bereit. Ja, super, uns wurden 2 Schiffe angezeigt. Die eine war so schnell weg.
sollen wir da am Schiff suchen? Stockholm, St. Petersburg. Das können wir schön zusammenfahren. Das dürfte 3,50 Euro bringen. Da können wir erst nach Stockholm fahren. Dauert 32 Tage. So, das dauert noch ein bisschen. Das Schiff ist unterwegs. Der ist noch fertig. Zwei Aufträge für Colombo, nämlich einen an, kann ich den anderen nicht mehr fahren. Zwei Aufträge für Hongkong, das gleiche Spiel. Ja, meine Güte, was soll's. Ablegen, ab nach Hongkong. Nächstes Schiff ist in Hamburg. Es artet aus. Was haben wir da? 40 Millionen? Ist gerade richtig gesehen? Wir haben da richtig viel Zeug von Bord geschmissen, glaube ich. Die Spector, die kam an. Ablegen, rüber nach Felixstowe. Vollgas. Neun Tage. Ein Tag. $23 Millionen. Also der weiß, wie man Geld verdient hier. So, Santos radioaktive Ware, hört sich gut an. Wow. Wollen die mich schicken oder was? Geht ja nichts an Bord. Fängt da direkt schon an zu streiken. Ich suche gute Aufträge. Da habe ich welche gefunden. Was fehlt hier? Kühlsystem. Echt? Bei der Spector fehlt das Kühlsystem? Naja. Let's go. Fahren wir den mal zuerst. Vladivostok. Eine Klickorgie vom Feinsten. Wenn das mal kein Fehler war. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich beende mal hier unsere Klickorg hier und sag an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier dabei zu sein. War jetzt eine lange Aufnahmesession für mich und dürften ungefähr 3 Parts geworden sein. Ich muss langsam in die Vorproduktion reingehen. Der Umzug steht kurz bevor. Unsere Wohnung wird schon besichtigt hier für einen eventuellen Nachmietern. Wird also ziemlich interessant gerade. Bavaria ist fertig. Da können wir gleich mal reingucken. Wenn die fertig ist, können wir die nämlich noch losschicken. Nach Port Said eventuell. Nee. Die schicken wir weiter. Da unten habe ich einen schönen Auftrag gesehen. Radioaktive Ware nach Lemchumbing. Auf dem Weg dahin könnte man noch in Georgia Ports vorbeifahren. Und nochmal für 6 Millionen Metall aus dem Schiff werfen. So. Aber wie gesagt, ich mache hier mal Schluss und tja. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye. Unglaublich, schon wieder ein Schiff bereit. Ich komme nicht zum Ende. Unglaublich. Ist mir egal. Macht's gut. Tschüssi.